Hallo liebe Zuschauer, willkommen in Karis Küche. In diesem Video stelle ich eine essbare Tortenspitze her und diesmal schmeckt die nicht langweilig nach nichts mit Lebensmittelfarbe, sondern diesmal schmeckt die nach Schokolade. Und wer die Videos von diesen beiden Tortenspitzen auf meinem Kanal noch nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen, vor allem das rechte. Das ist wirklich das gelingsicherste und einfachste mit den einfachsten Zutaten. Und zwar war das Speisestärke, Wasser und Zucker, meine ich. Und Lebensmittelfarbe, ne? So, wir kommen zu den Zutaten. Und zwar benötigen wir an Zutaten 130 Milliliter Wasser, 10 Gramm Kakao. Ich habe hier Backkakao, man kann aber auch den ganz normalen Trinkkakao nehmen. Dann 15 Gramm Speisestärke und 2 große Esslöffel von diesem gezuckerten Kondens, von der Kondensmilch. Ich habe dieses kleine Döschen aus einem russischen Laden. Das ist natürlich super praktisch, so kleine Dinger, die sind auch, was haben die jetzt gekostet, 49 Cent. Ne, dann hat man nicht so eine große Dose, die dann offen da rumliegt. Genau. Als erstes gebe ich das Kakao mit der Speisestärke in einen kleinen Topf. Dazu dann das Wasser und rühre das erstmal klumpenfrei. Und dann kommen die 2 Esslöffel von der Kondensmilch dazu. Und wird dann auch schön klumpenfrei alles schön zusammen verrührt und dann kommt das auch schon auf dem Herd, wo das Ganze zu einem Schokoladenpudding aufgekocht wird. Ich stelle euch den Link von den 2 Videos, die ich am Anfang gezeigt habe, über die Tortenspitze in die Infobox. Und hier fange ich an, den Pudding aufzukochen. Natürlich aufpassen, dass er nicht anbrennt, immer schön rühren. Wenn der Pudding dann schön eingedickt ist, also diese Konsistenz hier erreicht hat, dann macht er den Herd aus und lässt das Ganze abkühlen. Ich habe das in ein Schälchen gegeben. Ja, hier zeige ich euch nochmal die Beschaffenheit, also wie die Dicke, die der Pudding haben sollte. Dann gebe ich das in ein Schälchen und ich habe das in den Balkon gestellt. Es ist ja noch ganz schön kalt im Moment. Und das ging dann auch ganz schnell. Nach ein paar Minuten war der schon richtig gut ausgekühlt. Ja, und was ich noch dazu sagen möchte, ist halt, dass man diese Tortenspitze hier jetzt natürlich nicht färben kann, weil da ja das Kakao drin ist. Aber für eine schwarze Tortenspitze würde sich das natürlich super eignen, ne, da man hier jetzt nicht mehr so viele schwarze Lebensmittelfarbe bräuchte, ne, da das Ganze ja schon sehr dunkel ist, bräuchte man jetzt nur noch sehr, sehr wenig schwarze Lebensmittelfarbe dazugeben. Ja, dann hat man sich das halt gespart. Auf der einen Seite hat man braucht man halt nicht so viel von der Farbe benutzen. Auf der anderen Seite hat man diese Lebensmittelfarbe nicht in der Spitze drin, so dass, wenn man das isst, dann hat man halt nicht unnötig so viel Lebensmittelfarbe in der Spitze, weil so super gesund sind die Farben ja auch nicht. Und dann muss die Spitze für 6 bis 7 Stunden trocknen an der Luft. Das könnt ihr über Nacht trocknen lassen oder auch am Tag. Bei mir war es diesmal am Tag, habe ich sie trocknen lassen. Die kleinen Spitzen, also die kleinen Silikonförmchen, die waren nach 5 Stunden schon soweit. Vor allem dieses dünne diesmal, ne? Das ging wirklich sehr schnell.
Ach ja, was ich noch dazu sagen muss, ist natürlich auch diese Spitze natürlich zweimal auftragen, bitte. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Zweimal auftragen und zwar nach 2 bis 3 Stunden. So, und hier nehme ich schon mal die erste Spitze aus der Form. Das ist die ganz, 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 ganz feine. Die war schon nach 5 Stunden fertig. Sogar schon fast zu trocken. Aber man konnte sie, wie ihr seht, immer noch schön verbiegen. Diese hier habe ich auch nach 5 Stunden rausgenommen. Da jetzt hier, wie man sieht, mehr Pudding dran ist als bei dem ersten, ist sie auch noch viel flexibler. Bei der dritten Silikonform, diese hier, hat es etwas länger gedauert. Ich meine, es waren auch 6 oder 7 Stunden, habe ich sie trocknen lassen, weil die Mitte, wie ihr seht, dicker ist als die anderen. Die zwei ersten habe ich schon mal in eine Frischhaltefolie gegeben. Die Frischhaltefolie, die mache ich immer doppelt. Einfach ist die zu dünn. Da kann noch ein bisschen was austrocknen, deswegen die Frischhaltefolie dann immer doppelt legen und dann die Spitze drauflegen. Ja, und hier war sie dann soweit nach, ich meine, das waren nach 6 oder ja, nicht mehr wie 7 Stunden. Dann war die auch sehr schön ausgetrocknet und immer noch schön zum Bearbeiten. Irgendwie ist diese Spitze jetzt nicht so super elastisch wie das allererste Video, was ich zur Tortenspitze gemacht habe. Deswegen lege ich euch dieses Video wirklich ans Herz, weil das wirklich die einfachste mit den einfachsten Mitteln war. Nur diese hier ist halt mit Schokolade. Deswegen wollte ich euch dieses Video hier auch nochmal zeigen. Ja, und ich, wie ich sehe, sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich danke euch fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und natürlich auch über neue Abonnenten. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.